heißt euch alle herzlich willkommen zurück zum Legend of Zelda Revival. Ich stehe hier nochmal vor der Tür. Ich habe vorhin schon ein bisschen umgeschaut und denke, da kommt mir so Kurzritzer, vervormittelt. Ja, wir müssen doch mal da runter, wo Zora war. Bei die Zoras unten. Da war das Herzteil. Wasser. Wir könnten die ganze Zeit da unten durch. Und liebe Freunde, da war ich noch nicht. Ich hätte mir so viel den Weg erspart, wenn ich da unten einfach durch wäre. Aber nein. Ich Vollidiot, ganz woanders und da und da und da, wo es eigentlich gar nicht sein muss. Aber okay. Jetzt holen wir, glaube ich, mal endlich mal die Bomben, die wir auch brauchen. Ich hoffe, die sind hier, weil sonst sehe ich doch holen. Ganze Zeit ein Ort, wo ich noch nicht war. Und ich fahre da vorbei. Junge, Junge, Junge. Mehr als schämen kann ich mich nicht. Tut mir jetzt nicht leid. Aber so eine kleine Mini-Nische und ich lauf auch nur vorbei. Ist nicht geil. Nein, ist nicht geil. Es wird das gleiche, wie ich sagen würde. Ah ja, da liegt ein Herzteil und ich lauf schön vorbei. Ja, ne? Ah. Immer wieder peinlich. Echt. So, die Frage ist halt, hier rüber zuerst oder noch links? Ich schau mal schnell, was hier ist, ja? Hätte ich mich schon fast denken können. Und ich war schon mal hier, bin aber auch hier gegangen und sprang runter. Da muss ich noch mal nachschauen bei meinen eigenen Parts. Aber schon, ich war so dumm. Weil mein Gehirn, ihr kennt mich ja. Ich hoffe, da ist irgendwo das gute Stück. Ich hoffe sehr. Weil Bomben sind schon sehr wichtig. Bomben. Zora. Wenn ihr früher hin und her switchen müssen, zwischen Zora und Deko wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Nein. Ah. Wollte schon sagen, was ich sagen wollte, Ach Junge. Warum sprachst du da runter? Das war so schön. Safe bitte, weil mich kein Bock, dass ich auf Versehen liegt, dann wird leicht auf Vorndruck wieder springen und wieder und wieder und wieder und wieder eher. So. Viele Arbeit denken sich bestimmt, ja, ich werde jetzt bestimmt hundertprozentig nur noch zocken, nur noch Let's Playen oder und. Dieses Mal tatsächlich nein. Normalerweise tue ich es immer, das ist richtig. Aber dieses Mal nein.
Dieses Mal habe ich wirklich nur, leck mich, heute angefangen. Jetzt, wo ich wieder einigermaßen fit bin und meine Stimme wieder da ist. Da bin ich echt froh, dass es wieder einigermaßen gut funktioniert. Farbton ist halt immer noch extrem scheiße. Weil ich brauche bestimmt einen Driver für meinen PC. Weil die Farben machen ziemlich viele Faxen, deswegen springe ich immer oben. Weil die verschwommen sind. Ziemlich verschwommen. Wenn es da so eine Mini-Plattform mit einer Kiste wäre, wäre ich freiwillig gesprungen, aber da keine Kiste ist, sage ich mal nein. No. Tomb Raider ist auch schon draußen. Für die PS5 allerdings, soweit ich mitbekommen habe, keine Trophäe. Warum auch immer, ist echt schade. Weil ich bin schon der Typ, der eigentlich 100% Let's Play. Geht auch mit Soda. Sicher, sicher. Ja. Das einzige, was ich mal konnte, frei, weil nächste Woche in der Faschingszeit ist. Ich mag sowas überhaupt nicht. Nee. Ich bin weder Weihnachtsfan, noch Faschingsfan, noch sonstiges. Weil es sonst dann, was mir eigentlich null glücklich macht. Wirklich null. Nein. Peter Griffin. Das macht er ja immer. Wenn er sich stützt. Kennt ihr sicherlich. Man hätte es denken können. Man hätte es nicht denken können. Wenn man nicht denkt. Junge, halt einfach. Genau. Dankeschön. Und nicht mehr. Jo, doch. Die Kiste. Die wunderschöne Kiste. Meine vermisste geliebten Bomben. Bomben, Pfeile, Enterhaken. Mehr braucht man sie da eigentlich nicht. Da kriegt man fast überhieben wir mich. Ja gut, Stahlhammer. Für schwere Schalter. Aber sonst überhaupt kein Problem. So, mehr so ist eigentlich, glaube ich, nicht geben. Außer es gibt nur welche Überraschungen. Jo, ich glaube nur eins auf Flaschen. Glaube. Bin mir nie ganz sicher. Bevor ich mal sage, ich bin 100%ig sicher, sage ich immer, ich glaube. Weil ich mir eben nicht sicher bin. Schaut so aus, als wäre da was geplant. Junge, ich will hier raus, bitte. Darf ich hier raus? Nein, ich bin hier stuck. Danke. Schön. Ja, da ist scheinbar ein Tempel geplant. Und dachte so, nö, haut nicht hin, deswegen schön verschließen. Jetzt kann ich schön darüber, wo ich vorhin war, und vermutlich auch die ersten
Was ist das für Folge überhaupt? Wie gut, dass ich immer alles abschreibe. Folge 6 ist das übrigens. Ich glaube, da war ich schon in der Folge 5 oder 4. Aber jetzt, ich schaue mir eigentlich Let's Play nochmal nach, bevor ich irgendwas Scheiß erzähle. Und überhaupt nicht stimmt wohl was links und rechts. So. Deswegen immer, ich glaub. Lieber ich glaub, oder bin mir nicht sicher, als ich sage, dies muss stimmen. Ne. Nichts. Jetzt kommen wir endlich da weitermachen. So. Heute aus. Das ist doch falsch, oder? Ja, das ist. Oh, war die falsche Richtung? Doch nie. Wenn ich so durchlaufe und es nicht stimmt, dann bin ich wirklich dumm. Dumm wie dumm. Okay, bin nicht dumm wie Boot. Noch nicht. Auch das Brot ist nicht dumm. Geht aber ziemlich schnell kaputt. Ach, war schon wieder. Feuer! Und ja, lieber Pfeile holen. Sicher, sicher. Wenn den Xaver. Den Xaver. Mit blauer Flamme. Jetzt kommen wir endlich durch Springer. Wunderschöner Kapum. Wirklich. Es waren bestimmt nur ein paar Schäden mit Bomben, aber ganz ehrlich, ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Nee, Eispfanne. Genau. Stück für Stück arbeiten. Dauerzeit, ja, richtig. Aber geht halt schneller. Ich hoffe, ich bin da richtig. Als jetzt muss ich mich von unten nach oben schwingen. Echt jetzt? Jetzt geht es so nicht rein. Dankeschön. Natürlich nicht. Ah.
muss ich echt schnell schauen, ob ich irgendwie... ...das so aufgekommen. Ah, doch mit Zora. Sehr schön. Also, Eis, Zora, rauf. Genau. Eis, Zora, rauf. Stab da vielleicht, Link. Wir werden es herausfinden. Zwar in der nächsten Folge. Nee, jetzt. Genau jetzt. Genau. Normale Pfeile, bitte. Wurde Bilder, was war? Na. Zombie. Wieder so irgendwas versteckt. Dankeschön. Das, was mir schwer Sorgen macht, sind Pfeile. Einfach nur Pfeile. Okay. Schon lange nicht mehr gehabt. Warum ist das so schief? Okay. Schiefer Mob. Der ist also schief. Geht's dir nicht gut? Willst du ihn doch da holen? Keine Ahnung. Es wird langsam dunkel. Moment. Es wird bitte einmal Licht. Verzeiht mir, Leute. Richtig knapp. Musik war aber irgendwie komisch verpackt. Oder und wieder normal. Achso, nur wieder anvisiert. Der ist wieder normal. Der war nicht normal. Jetzt war's nochmal. Ich hab aber viel dabei, genau. Also für Fall der Fälle war es kein Problem. Aduzi mag seine unnötig verschwenden. Kehrt sie einfach nie. Jetzt habe ich selber Bomben dahin. Und bevor die Bomben versau, sicher, sicher. Lieber mache ich sowas, genau. Ui, ein langes Buch. Der alte Mann kehrt zurück, weil er sein Schloss ist. Okay. Und deswegen Link wieder zum Leben erweckt, oder wie? Ja, einfach mal so ein Boss. Vom Wasser Dungeon. Gehen wir jetzt alle Bosse vormal. Mal nach und nach. Hm.
Pfeile warten schlecht. Immer nur. Dauert aber ewig, ne? Jetzt 19. Welche Song geht ein bisschen anders? Ich gehe safe drauf. Wollen sie doch Bisse? Die Fee muss ich jetzt leider benutzen. Das hilft nicht. Was jetzt meine. Genau. Sonst schaue ich euch das. Dann mach die Augen auf. Nochmal. Echt zu wenig. Platz frei. Kann nicht wahr sein. Geh heute kaputt, Euer! Was stimmt nicht mit dir? Jetzt ein bisschen böse. Eis eingeführt, na, Video schon verbindet. Nochmal. Wenigstens etwas. Mama mia. Alter. Was geht denn da ab? Da war auch irgendwo eine Tür zerstört, ne? Hab schon gesehen, ja, ja. Aber Junge, Junge, Junge. Pfeile wird echt ein bisschen eng jetzt. Verkaufst du Pfeile, das wird echt super. Das ist mein Schloss. Alter Mann.
in den alten Büchern. Ach, ist das Bücherregal schon aus wie ein Schnapsregal? Mit Schnaps, die schaut nicht aus wie Buch, oder? Jo, okay, ist ein Bücherregal. Aber hast schon wie Schnaps. Alkohol. Und da geht's hier raus. Ist das schon das erste Ende? Albtraumkommando? Nein? Ja? Vielleicht? Ben. Die ganze Maske und nochmal Ben, jawohl. Gratulation. Wir sprechen mit Ben. So hast du es geschafft. Wie cool, dies verstehe. Ich hab's echt durch. Nee, da geht doch nur so viel Sound ab. Das Licht macht jetzt auch nicht irgendwie, dachte ich. Scheinbar. Das ist nicht das reale Ende, ja, ja. Siehst du, der Schild sagt die Wahrheit. Der Schild sagt die Wahrheit. Es gibt nicht verschiedene Endings. Das ist nicht das reale. Komm mal nicht mehr durchschießen. Mach meine Pfeile wieder rum. Ohne Pfeile hau nicht ab. Was sind wir denn? Gut, dann hauen wir wieder ab. Alles nicht das Ende ist, so wie ich komme jetzt wieder raus. Ob immer selber eingesperrt. Jetzt pass auf. Okay, Freunde der Sonne, ich schaue noch, wo die restlichen Ende sind. Für diesen Part war es auf jeden Fall. Es war komisch, weird. Ich hole jetzt mal Zeit zum Spiel, da bin ich ganz mal wieder am Anfang. Aber schnell. Schön. Dann kann man ganz mal starten. Ich hoffe, dass es so natürlich geht, was jetzt muss ich alles dumm machen. Genau. Weil es gibt da noch ganz die Karts hinten, die sagen, die Sache behaltet man natürlich, Gott sei Dank auch. Aber wenn man die Tour jetzt nochmal öffnet, nur ein Beispiel, da erhält man den Item doppelt. Deswegen nicht wundern. Genau. Weil die hat mich nicht bedacht, dass man einfach nochmal die Kiste aufmachen kann und nochmal Sachen sammeln kann. Wir brauchen diesen Ausgang, den
An- und Ausgang und da oben waren wir schon. Genau. Ich schaue nach, wenn ich was finde. In der nächsten Folge sehen wir uns die nächste ganze Ende an. Ansonsten haut rein, lasst ein Like und ein Abo da. Bis bald, HB, die Elemente. Danke fürs Dabeisein.